Stecke Klopapier in eine Konservendose, zünde es an und staune, was dann passiert. Dieser Trick ist unglaublich genial und so funktioniert er. Du brauchst dafür im ersten Schritt eine Konservendose. Diese sollte so groß sein, dass eine Rolle Klopapier hier hineinpasst. Öffne diese Dose und kippe den Inhalt aus. Du kannst ihn ganz normal verbrauchen. Jetzt bleibt die Dose übrig, die du sonst in den Müll werfen würdest. Mache sie von innen ein wenig sauber, schnapp dir dann eine Klopapierrolle und entferne die Pappe im Inneren. Drücke die Klopapierrolle jetzt ein wenig zusammen und stopfe sie so in die Konservendose. Im besten Fall passt sie, wie eben erwähnt, genau hier herein. Wenn sie jetzt drin steckt, brauchen wir noch zwei weitere Zutaten. Bei der ersten Zutat handelt es sich um Olivenöl. Schnapp dir etwas Olivenöl und kippe es oben drauf. Schau darauf, dass du es gut verteilst. Das Olivenöl sollte hier in die komplette Klopapierrolle einziehen. Danach brauchen wir außerdem noch ein ätherisches Öl. Bei diesem sollte es sich um Pfefferminz, Lavendel oder Teebaumöl handeln. Gib davon jetzt auch 20 Tropfen mit auf das Klopapier. Verteile es hier auch wieder gut. Wenn du jetzt alles darauf verteilt hast, solltest du es für 30 Minuten ziehen lassen. In der Zeit kann das gesamte Klopapier sich richtig schön vollsaugen. Mit dieser Dose solltest du jetzt nach draußen gehen und sie dort in die Nähe aufstellen, wo du dich draußen aufhältst. Zünde sie jetzt an. Sie wird sehr lange brennen, ein schönes Licht abgeben und aufgrund der Inhaltsstoffe, vor allem der ätherischen Öle, sorgst du dafür, dass Mücken von dir komplett fernbleiben werden. Du kannst Mücken mit dieser kleinen Hilfe also umgehen. Und gleichzeitig hast du auch noch ein schönes Licht, wenn du draußen im Garten sitzt, vor allen Dingen, wenn es bereits dunkel wird. Möchtest du jetzt noch wissen, warum du Cola und Salz mischen solltest und was du dann Unglaubliches damit tun kannst? Schau dir das Video an, welches du jetzt auf dem Bildschirm siehst.